Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Brotherhood. Begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Ja, was machen wir hier heute oder jetzt dieses Mal? Ich denke, wir gehen erstmal hier zu dem Assassinenturm und werden mal gucken, was so abgeht. Assassinenmäßig. Ja, wir haben ja zwei Assassinen hier. Also nichts Besonderes. Ja, wir könnten natürlich Da Vincis Verschwinden machen. Das kommt aber später, würde ich sagen. Wir könnten eine Hauptmission machen. Das kommt aber, würde ich sagen, also persönlich jetzt, auch später. Und deswegen mache ich, glaube ich, jetzt hier. Würde ich gerne das Versteck von Romulus machen. Allerdings, oder zumindest in diese Richtung gehen. Aber ich gehe erstmal dahin ungefähr. Denn da ist ein Schatz. Das habe ich herausgefunden. Ein Schatz, der einen Schrumpfkopf enthält. Und zwar 100%ig einen Schrumpfkopf. Und Schrumpfköpfe fehlen mir ja noch zwei. Und ich weiß, wo die zwei sind. Die einzigen zwei, die Schrumpfköpfe, die es in der Spielwelt gibt. Ah, ich habe echt irgendwie auch keinen Bock, jetzt das zu machen. Egal. Wir müssen die Menschen aufwecken. Nein, ins Wasser wollte ich eigentlich nicht. Oh, scheiße. So. So, jetzt muss ich ein wenig schneller laufen. Ja, ich bin schon richtig, aber ich glaube, ich muss hier hoch. Weiß gar nicht, ob das der richtige Weg ist, hier hoch. Ist es? Das Aventino? Wo ist denn hier das Aventino? Das soll das Aventino sein. Okay, ich bin schon mal richtig. So viel steht fest. Genau, ich muss nämlich noch ein Stück höher. Dass der auch nicht der hoch kann, ne? Das ist voll dumm. So, da wären wir auch.
Diese Kiste müsste jetzt Schrumpfkopf enthalten. Ja, sehr schön. Gut. Hätten wir das hier auch geklärt. Und jetzt reisen wir jetzt hierhin. Weiß nicht, ob ich die Leonardo-Mission machen oder zuerst mal einen Romulus-Teil mache. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Sehr uneinig. Boah, in der Luft habe ich mit Fett gepfoffen. Heißt doch gepfoffen, oder? Ich habe keine Ahnung. Egal. So, mein eisernes Pferd. Reite geschwind. Ein langer Weg liegt vor uns. Ich will jetzt endlich alle Burgertürme zerstören. Soweit es geht. Ich hoffe, es geht auch jetzt. Andiamo! Ach, hier wieder 12.000 irgendwas im Tresor eingezahlt, wurde wieder eingezahlt. Da oben ist er. Okay. Weiß ich Bescheid. So. Komm her. Komm. Boah, Junge. Ja, danke, Assassin, ne? Das ist ja nur ein Dreier und das ist ein Vierer, also müsste eigentlich klappen. Dann machen wir jetzt mal den Borgia-Turm. Oder noch nicht. Können wir da also noch nicht hin? Ist klar. Du stirbst, Scatto. Vai, vai. Du wirst nicht entkommen. Okay. Das ging jetzt. Anders als ich gedacht hätte. Gildenherausforderung, Assassin. Assassin-Gilde. Ich muss doch 10-mal Pfeilhagel und 10-mal im Kampf Assassin-Rekruten rufen, okay. Heißt, ich werde mal auf dem Weg immer mal ein paar Leute angreifen.
Meine Fresse. Ich könnte jetzt Leonardos Mission machen. Dann mache ich die Assassinenzeremonie und dann mache ich die Hauptstory. So, jetzt frage ich mich, zählt das? Ich war ja in der Kampfsituation, ich habe die Assassinen gerufen. Und zählt das? Habe ich jetzt 16? Ja, habe ich. Gut, dann weiß ich das. Dann gehe ich jetzt einfach immer weiter auf Kämpfe ein. Wenn meine wieder voll geladen sind, nachdem ich hier die Mission gemacht habe. Kriegspläne, den Templer auf sie eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Alles klar. Oh, das ist ein Schatz. Den nehmen wir gerade mal. Terrakotta-Gefäß. Hätte das jetzt eigentlich auch. Sorry, dass ich die ganze Zeit in die DNA gehe, aber ich habe 100% bekommen, aber zählt das jetzt auch? Ja, das zählt auch. Gut, die haben ja einen gekillt. Und ich hab sie gerufen. Rauchbomben, eine, Kugeln, eine. Meine. Ja, okay. Krieg ich auch noch irgendwie Kugeln? Ein Messer Giraldi. Wer ist Messer Giraldi? Alter, weißt du? So gut, dann machen wir diese Mission mal. Genau.